Der Konsum von Cannabis als Genussmittel entwickelt sich in Europa und den USA in den 60er und 70er Jahren. Schnell wird er zum Symbol einer Gegenkultur, die in den Medien großen Anklang findet. Obwohl es nur wenige Studien über seine Wirkung gibt, behandelt die UNO Cannabis als Betäubungsmittel und ordnet es neben Heroin, Kokain und LSD ein. Jahre später hat sich die Situation in Europa verändert. Cannabis ist zur Alltagsdroge geworden. In den einzelnen Ländern wird dieses Phänomen sehr unterschiedlich betrachtet. Jedes Land hat eine andere Toleranzschwelle. Und in den 80er und 90er Jahren sorgt die Forderung nach der Legalisierung von Cannabis erneut für Diskussionsstoff. Doch noch immer fehlen objektive Daten, wie sich Cannabiskonsum auf das Gesundheitswesen auswirkt. Seither werden viele Studien über das Phänomen Cannabis, seine Entwicklung und seine Wirkung auf Organismus und Gehirn durchgeführt. Doch die Veröffentlichung mancher Ergebnisse sorgt für neue Kontroversen, beunruhigt die Öffentlichkeit und führt zu widersprüchlichen politischen Entscheidungen. Dabei sind sich Forscher und Gesundheitsexperten in vielen Punkten einig und ihre Stimmen verdienen es, gehört zu werden. Cannabis ist die mit Abstand am häufigsten konsumierte illegale Droge der Welt. Und ihr Verbrauch hat sich in den letzten 5 Jahren in Europa scheinbar noch erhöht. Die Europäische Referenzbehörde in Drogenfragen ist die Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht, eine unabhängige Organisation, die seit 1993 im Auftrag der EU-Kommission tätig ist. Unsere Aufgabe ist es, die politischen Entscheidungsträger der EU und ihrer Mitgliedstaaten mit verlässlichen und vergleichbaren Informationen über Drogen und Drogenabhängigkeit zu versorgen. Wir liefern also die Beweisgrundlage für politische Entscheidungen. Die aus internationalen Experten zusammengesetzte Beobachtungsstelle gibt jährlich einen Bericht über legale und illegale Drogen in Europa heraus. Ende 2008 veröffentlichte sie ihre erste Monographie zum Thema Cannabis, in der alle verfügbaren europäischen Daten zusammengefasst sind. Mit all diesen Informationen wollten wir nicht das Rad neu erfinden, sondern nur sammeln, was heute in Europa über das Thema bekannt ist. Wir beobachten seit 2000 in vielen Ländern eine scheinbare Stabilisierung des Cannabiskonsums. Über 10 Jahre stieg er stetig an, doch dann kam ein Zeitpunkt, an dem diese Zunahme aufhörte. Von den rund 300 Millionen Europäern zwischen 15 und 64 haben 71 Millionen mindestens einmal in ihrem Leben Cannabis probiert. 13 Millionen erklären, es im Laufe des letzten Monats mehrfach konsumiert zu haben. Wir haben diese Zahlen mit den USA, Kanada und Australien verglichen. Der europäische Verbrauch ist im Verhältnis niedriger als jener dieser Länder. Noch vor 10 Jahren lag die Verbrauchsrate in einigen Ländern noch sehr hoch, in allen anderen aber sehr niedrig. Inzwischen haben sich die Länder einander angeglichen, sodass in den meisten Ländern ein mittlerer bis hoher Verbrauch vorliegt. Das Paradoxe? Die Verteilung des europäischen Cannabiskonsums steht offenbar in keinem Zusammenhang mit der legalen Toleranzschwelle einzelner Länder. In den Niederlanden liegt der Cannabiskonsum im mittleren Bereich, während die Verfügbarkeit dort vergleichsweise hoch ist. In Frankreich dagegen ist Cannabis weniger leicht verfügbar als in Holland, aber die Verbrauchsraten liegen deutlich höher. Es lässt sich nur sehr schwer ein direkter Zusammenhang zwischen der Cannabispolitik einerseits und der Verbrauchsmenge andererseits herstellen. Falls hier ein Zusammenhang besteht, ist er sehr komplex. In der französischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht in Saint-Denis wird unterstrichen, welcher tiefgreifende Wandel sich an den Daten ablesen lässt.
Cannabis wird nicht mehr nur in Städten konsumiert, sondern etwa im gleichen Maß auch in ländlichen Gebieten. Das gleiche gilt für die gesellschaftlichen Milieus. Der Konsum verteilt sich gleichmäßig durch alle sozialen Schichten. Bis zum Erwachsenenalter, also bis zur symbolischen Schwelle von 18 Jahren, ist in Frankreich mittlerweile ein Großteil der Jugendlichen mit diesem Stoff in Berührung gekommen. Kulturell gesehen wird also das Experimentieren mit Cannabis, ich spreche nicht vom Konsum, bei Jugendlichen zum Normalfall. Cannabis ist also längst nicht mehr Aushängeschild einer Gegenkultur. Sein Konsum ist selbstverständlich geworden. Aber hat sich auch der Stoff selbst verändert? Der Wirkstoff, der Cannabis zur Droge macht, nennt sich Tetrahydrocannabinol oder kurz THC. In konzentrierter Form kommt er vor allem im blühenden Teil der ausgewachsenen Pflanze vor. Zu den traditionellen Besonderheiten in Europa gehört es jedoch, dass vor allem das aus der Pflanze gewonnene Harz konsumiert wird. Zur aktuellen Situation hier eine Analyse aus einem Untersuchungslabor der französischen Polizei. Wir analysieren alle von der Polizei, von Gendarmerie und Zoll sichergestellten Betäubungsmittel. Bei Cannabis macht das Harz 90% aller sichergestellten Funde aus. Wenn wir also von Haschisch sprechen, meinen wir damit das Cannabis-Harz. Liegt die Dosierung von THC im heutigen Haschisch höher als vor 20 Jahren? Hier werden zwei aus Marokko stammende Stücke getestet, die willkürlich aus der Asservatenkammer herausgegriffen wurden. Beim ersten großen Stück stellen wir einen Prozentsatz von 3% THC fest. Beim zweiten mit dem Logo liegt der Gehalt an THC bei 12%. Der Gehalt hat sich in den letzten 10 Jahren leicht erhöht. Er ist von 8 auf durchschnittlich 10% geklettert. Ein sehr geringer Anstieg. Doch vielleicht verändert sich auch hier etwas. Europäer rauchen noch immer 70-80% des weltweit produzierten Cannabis-Harzes. Die Konsumgewohnheiten hier unterscheiden sich stark von jenen in den USA. Dennoch haben wir auf einigen Märkten beobachtet, vor allem in Großbritannien, dass ein Trend zum immer besser verfügbaren, lokal produzierten Cannabis stattfindet, welches intensiv angebaut wird und damit mehr THC aufweist. Diesen Trend bestätigt auch Dr. Leslie King in London. Der ist Mitglied des britischen Rats für Drogenmissbrauch. 81% des heute auf der Straße konsumierten Cannabis ist Cincimilla oder Skunk, also intensiv angebautes Cannabis. Die starke Zunahme der Treibhauszucht von Cannabis begann etwa im Jahr 1990. Hierfür werden ausgewählte Samen verwendet. Sie werden nicht genetisch verändert, sondern nur danach ausgewählt, Pflanzen mit hohem THC-Gehalt hervorzubringen. Diese Pflanzen stehen unter intensiver Lichteinstrahlung, die sie schneller wachsen lässt. So wird eine reichere Ernte erzielt. Die durchschnittliche Potenz eines intensiv produzierten Cannabis guter Qualität liegt bei 15%, teilweise auch höher, aber oft deutlich niedriger. Vielfach ist der THC-Gehalt auch nicht von dem traditioneller importierter Ware zu unterscheiden. Im Laufe der letzten 10 Jahre ist der Anteil der Cannabis-Produkte mit einem höheren THC-Gehalt als 15% stabil geblieben. Er liegt zurzeit bei nur 2-3% des gesamten Cannabiskonsums in Europa. Cannabis ist eine Droge mit einem breiten Spektrum an Produktqualitäten. Die Frage ist, ob das eine Rolle für das Gesundheitssystem spielt. Wenn wir Alkohol damit vergleichen, ist ein Glas Wein nicht unbedingt schädlicher als ein Glas Bier. Es hängt immer von der konsumierten Menge ab und davon, wie der persönliche Konsum an das Produkt angepasst wird. Ein besonders wirksames Cannabis könnte bei unerfahrenen Konsumenten sogar mit höherer Wahrscheinlichkeit zu unangenehmen Reaktionen führen und sie davon abhalten, die Droge zu konsumieren.